Neue Runde, neues Glück bei Troll and Elf. Es hat sogar gar nicht allzu lange gebraucht, bis die Lobby hier wieder voll geworden ist. Mal gucken, ob diesmal wieder einer seine Wand ein zu weit rechts baut und uns damit die komplette Runde kaputt macht. Man hofft einfach mal nicht. Gleiches Prinzip, wenn niemand treu sein will, dann könnte ich es ja mal versuchen. Ansonsten bin ich immer lieber eher nicht der Troll. Wir nehmen natürlich wieder eine große Map. Aber die hatten wir schon. Also nehmen wir die. Und es wollen wieder mehrere Leute da treu sein, dann verzichten wir drauf. Irgendwann werde ich dann aber auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch nochmal auf Ja drücken, in der Hoffnung, dass ich wenigstens einmal auch wirklich da treu sein kann in dieser Reihe. Das ist natürlich, was ist das? Das ist so eine mega, mega fette Fläche hier, aber der checkt das natürlich sofort ab. Was könnte man hier denn versuchen? Was würde denn Sinn machen? Wollen wir wieder die Sneaky Posi nehmen? Oder wollen wir mal eine andere ausprobieren? Ne, wisst ihr was? Ich nehme nochmal die Sneaky Posi, in der Hoffnung, dass er es diesmal wirklich nicht so schnell abcheckt wie beim letzten Mal, weil das war ja wohl wirklich eine Frechheit. Willst du das? Okay, hat gerade irgendwie kurz geleckt. Es leckt gerade generell ein bisschen. Und ich weiß nicht wirklich warum. So, wir haben hier einen, der hat sich... Achso, nee. Der hier war, der den Rock hier vorne platziert hat. Ja, der wird mich schon nicht so schnell finden. Denke ich mal eigentlich nicht. Wie gesagt, das war eher nur Pech beim letzten Mal. Normalerweise checkt man diesen Spot nicht so schnell ab. Deswegen passt das eigentlich. Aus irgendeinem Grund leckt das hier gerade. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe mal, das legt sich wieder. Ich downloade ja nichts im Hintergrund oder so. Deswegen müsste das eigentlich nicht passieren. Was, der ist schon bei Lamba? Hat er das denn so schnell gemacht? Wir holen uns direkt die 40 Holz und schnurren uns nicht zwei Holz bei jemand anderem. Sehr viele hier oben. Guck mal hier. 1, 2, 3 und wenn man den noch mitzählt, 4, 5. 5 Leute oben. Und nur 1, 2, 3 Leute unten. Und einer rechts. So, jetzt könnte man schon anfangen, damit hier diese Dinger zu bauen. Türme nennt sich das auch im Fachjargon. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das Ding ist, ich brauche halt jeden Baum, der hier ist, ne? Deswegen kann ich hier keine Türme platzieren. Das funktioniert nicht. Es müssen 6 Türme ausreichen, dann muss ich die halt Dörle upgraden. Ich weiß nicht, was das hier gerade für Lags sind. Keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. Es sind Internet-Lags und keine FPS-Lags. Das ist wirklich einfach ein Internetproblem. So. Wir sind ganz gut dabei. Er hier hinkt noch ein bisschen hinterher. Oh. Der hat aber schon krasse Tower. Was ist das hier für ein Scheiß-Lex? Was soll denn das? Aber es wieder irgendeine Scheiße oder sowas macht, dann flippe ich aber wirklich aus. Sieht er mich hier von hier aus schon? Ja, ich glaube schon.
dieser Wichser. Diese Lecks, Digga, das ist einfach so unnötig. Ja, dreimal auf die Mauer gehauen, ist bestimmt ein richtig krasser Feed. Ja, damit habe ich das ganze Game kaputt gemacht, richtig. Das. Nur mal ein paar Sachen hier klarstellen. LOL. Warum? Ja. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir jetzt eine Medium-Map. Dann dürfte der Troll das ein bisschen einfacher haben. Wenn die Leute meinen, sie müssen hier so krass tryharden, dann versuchen wir das mal auf diese Weise. Und wir gehen hier hin. Ich weiß nicht, warum das so komisch stockt. Ich kann es wirklich beim besten Willen nicht sagen. Keine Ahnung. Hat der letzte Runde zwei Steine nebeneinander gebaut, hat das jetzt wieder so gemacht? Jetzt auf einmal, jetzt seht ihr, was wirklich Feed ist. Nicht das, was ich vorhin gemacht habe, sondern das ist Feed. Das ist Feed, meine Freunde. Und dann könnt ihr euch auch nie wieder bei mir beschweren dafür, dass er dreimal gegen meine Mauer haut, wenn er hier 50.000 Mal dagegen hauen kann. Besser ist das, Leute. So. Da ist der Troll, er geht aber nach da oben, sehr gut. Ich habe wirklich keine Ahnung mit den Lags. Ich kann es nur immer wieder betonen, dass ich absolut keine Ahnung habe, was hier los ist. Eigentlich ist alles in Ordnung und stabil, aber gut. Der Troll wird schon wieder so krass gefeedet, dass wir hier wirklich jetzt schon wieder ganz schön upgraden müssen hier. Wie wir einfach auch teilweise die Base vom Troll noch sehen können, weil wir hier einfach unsere Basen so nah an dem Spawn dran haben. No, not like that. Let me do it. I'll have
Tja, ganz schön fett schon, wa? Wir müssen jetzt wirklich voll auf Upgrades gehen, komplett zu 100%, wenn wir das noch packen wollen. Nebenbei aber natürlich trotzdem auch die Economy im Auge behalten, dass wir auch mehr Geld reinkriegen schneller. Deswegen gehe ich jetzt mal aufs nächste Haus, da brauchen wir hier Demonic Wall. Das Gute ist, ich sehe sofort, ob der hier ankommt oder nicht, weil ich so viel von der Karte aufdecke. Das ist Feed. Das ist Feed, meine Freunde. Nicht das, was ich vorhin gemacht habe. Nur, dass das jetzt mal wirklich klar ist. Ach, wir haben ja auch nicht so krass viele Bäume. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich bin eigentlich mehr als prepared für den Troll. Wenn der jetzt kommt, der dürfte auch ordentlich damit von meinen Towern kriegen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen mehr auf Tower. Das dürfte jetzt auch erstmal reichen. Wie gesagt, man will es auch nicht so langweilig machen, dass dann den Instant killt, den Troll. Aber man sollte auch das sollte man auch nicht zulassen. Das ist schon wieder GG. Jetzt müssen wir aber voll upgraden, weil der ist ein bisschen viel zu stark. Das wird schon wieder wahrscheinlich gewesen sein. Das ist der gleiche Ablauf wie eine Runde zuvor. Aber gut, dann ist die Aufnahme auch hier Gott sei Dank wieder zu Ende und ihr müsst nicht ewig lange diese komischen Lags hier tragen. Ich habe keine Ahnung, was genau hier das Problem ist. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich habe komplettes Standbild. Fliege ich jetzt raus, oder was? Hallo? Ich bin ernsthaft vom Server geflogen. Ja, was ein episches Ende für diesen Part. Mit den Internetproblemen. Gut, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Der Troll hätte jetzt wahrscheinlich sowieso gewonnen. Haut da rein, Leute. Bis dahin und ciao.